Schnäppchenjäger, aufgepasst, so heißt das Video von keinem geringeren als dem Jürgen von Womoblog, auf das wir heute reagieren, und zwar in voller Länge. Schnäppchenjäger, aufgepasst, Marktbericht Camping 2024 im Mai. Ich bin sehr gespannt, welche tollen Zahlen der Jürgen mitgebracht hat. Vorweg, ich sage es immer wieder dazu, wir reagieren auf das Video live. Ich habe mir das Video noch nicht angeschaut. Und da ist mit Sicherheit sehr viel Herzblut, aber auch sehr viel Aufwand in das Video reingeflossen. Deswegen tut mir den Gefallen, checkt bitte das Video unten ab, guckt es euch selber nochmal in voller Länge an, dass wir hier nichts aus dem Zusammenhang reißen. Der Jürgen hat da mit Sicherheit sehr viel Aufwand reingepackt und das soll auch belohnt werden. Und wir werden jetzt aber dennoch drauf reagieren. Ich bin gespannt, ich freue mich, und bevor wir jetzt hier lange um den heißen Brei herumreden, let's go, rein in das Video. Camping, Marktbericht Mai 2024. Willkommen auf Womoblog. Heute schauen wir uns wieder einmal die aktuelle Entwicklung auf dem Campingmarkt an. Da bin ich gespannt. Wie sieht es aus bei den Neuwagen? Was macht der Gebrauchtwagenmarkt? Wohnwagen, Kastenwagen, Weißware? Stehen die Händler vor dem Kollaps? Wie ihr wisst, bin ich Eigenhändler einer Bank und beschäftige mich beruflich mit Zahlen, Charts und Volkswirtschaft. Und stehen die Händler vor dem Kollaps? Ich übertrage das in diesem speziellen Fall auf den Campingmarkt. Die Kritiker meines letzten Marktberichts vom Winter haben ja düstere Zeiten vorhergesagt, und wir checken mal, wie schlimm es gekommen ist und ob eine Pleitewelle der Branche schon eingesetzt hat. Eins lässt sich aber schon jetzt sagen: Es gibt wieder Schnäppchen und die Verkäufer sind auch wieder bereit, den Preis zu verhandeln. Ich bin der Meinung, das war im Winter schon der Fall. Also ganz so düster, wie man es teilweise im Winter prognostiziert hat, war es nicht. Ich meine, da gab es ein Spektrum von oben nach unten. Jetzt sind wir jetzt mal gespannt, was der Jürgen da vorbereitet hat. Man kann aber eins sagen, gerade so Insolvenzthematik und so, da gab es schon den einen oder anderen, aber alles immer wieder Fälle, wo ich gesagt habe, naja, da stand auch vor Krise, während Krise, Corona, wenn wir es jetzt mal so über den Daumen brechen, auch nicht immer so unbedingt souverän da. Deswegen, naja, aber da würde ich auch ein bisschen mehr dazu sagen später im Video. Da wird der Jürgen mit Sicherheit drauf eingehen. Jetzt los geht's. Gut, sein Intro, das überspringen wir jetzt einfach mal. Das ist ja ein echter Bauern. Los geht's. Der große Wohnmobilblock. Ich fasse heute die wirtschaftliche Lage nur kurz zusammen. Soll ja nicht so lang werden. In der Gesamtbetrachtung muss man meines Erachtens als erstes einen Blick auf die Zinsen in Deutschland und in Europa werfen. Und die hängen natürlich unmittelbar mit den Inflationsraten zusammen. Nach Jahren der Niedrig- und Minuszinsen kam der Umschwung für die meisten völlig überraschend. So stieg die Inflation in der Eurozone auf über 10% an. Die EZB reagierte und erhöhte in kurzer Zeit die Zinsen, mit der Folge, dass sich die Wirtschaft abkühlte. Das ist so gewollt, damit die Inflationsrate sich wieder in Richtung der Zielmarke von 2% entwickeln soll. Ist jetzt auch ein bisschen krass, ne? Gerade wenn wir so Thema Inflation sind. Zielmarke 2% wird aber aktuell eher verfehlt und tatsächlich neue Ziele bis 4% wieder festgelegt. Also ein bisschen beunruhigend, was das angeht. Und Zinsen haben sich ja auch hochentwickelt. Auf 3,8% stehen wir jetzt gerade. Prognose, ich bin gespannt, was der Jürgen dazu sagt. Scheint ja von einigen zu sein, dass die Zinsen jetzt langsam wieder fallen sollen. Eigentlich hätten sie rein theoretisch schon fallen sollen, aber haben sie nicht gemacht. Jetzt gucken wir mal. In Amerika passierte das Gleiche, nur ist die Wirtschaft dort so stark, dass die Inflation nicht in dem Maße sinkt, wie man das gerne hätte. Und so rechnet mittlerweile der Markt damit, dass wir Europäer sogar vor den Amerikanern damit beginnen könnten, die Zinsen wieder zu senken. Solche Entwicklung nehmen die Marktteilnehmer an den Börsen immer etwas, ja, ein halbes Jahr im Voraus vorweg. Das klappt natürlich nicht immer und ist ein Meinungsbild der Akteure. Die aktuellen Zinsen, hier die 1-, 2-, 5- und 10-jährigen Zinsen, gingen deswegen auch schon im Winter zurück, um jetzt wieder anzusteigen, da die schnelle Zinssenkung eben auf sich warten lässt. Der Trend ist also alles andere als klar und momentan könnte es zwar eine Zinssenkung geben, aber vielleicht nur eine kleine oder viel später. Egal wie, wer einen Kredit braucht und nicht warten kann oder will, der nimmt ihn jetzt, und vielleicht ist das am Ende gar nicht verkehrt, sollten die Zinssenkungen am Ende nicht kommen. Was ich auch immer interessant finde, wenn man sich die Zinsen mal vor ein paar Jahrzehnten anschaut, also ich rede jetzt gerade mal so von 2008, 2009, da waren sie ja viel höher, als sie jetzt sind. Ja. Also wenn ich da immer erzählt bekomme,
was so mein Vater und teilweise auch so sein Jahrgang, was sie halt so teilweise finanziert haben, mit welchen Zinsen, dann sind diese 3% oder die 3,8%, die wir aktuell haben, ja eigentlich noch relativ entspannt, ne, was das angeht. Bezogen auf Händler und Kaufwillige bedeutet das natürlich teure Angelegenheit. Kreditzinsen bleiben erst einmal hoch. Für den einen oder anderen Händler wird damit die Luft dünn, aber bislang gibt es noch kein großes Händlersterben. Zumindest ist davon noch nichts zu mir durchgedrungen. Ein großes Händlersterben auf jeden Fall nicht. Wir haben aber tatsächlich jetzt auch schon auch selber aus dem Bekanntenkreis die ein oder andere Insolvenz mitbekommen. Ich glaube, bei den EHG-Marken gab es keine, also gerade EHG-Exklusivhändler habe ich jetzt noch keinen gehört. Bei anderen Marken scheint es wohl die ein oder andere schon gewesen zu sein. Also da war mal irgendwas im Raum, so um die 12 bis 13 Insolvenzen. Aber jetzt muss man natürlich das Ganze auch wieder ins Verhältnis setzen. Ich habe noch keinen einigermaßen gesunden Händler erlebt, den ich selber auch kenne, die selber auch so am Markt sind wie wir oder auch ein bisschen darunter, die sich ernsthaft gerade Gedanken machen müssen. Und dann kommt noch dazu, was ich jetzt noch dazu sagen wollte, was ich ganz interessant finde, durch die gestiegenen Zinsen oder seitdem die Zinsen so gestiegen sind, ist der Finanzierungsanteil wieder deutlich höher geworden. Also die Kunden sind deutlich motivierter, ihr Fahrzeug teil oder voll zu finanzieren, als es vorher der Fall war. Und das eigentlich, obwohl die Zinsen ja mehr geworden sind. Das finde ich auch mal eine interessante. Aber auch der letzte Händler hat verstanden, dass er nicht mehr auf den Kunden warten kann. Und dementsprechend gibt es wieder zuhauf Hausmessen und Angebotspreise, jawohl, Sonderpreise und Rabattaktionen. Werden wir auch dieses Jahr noch im Spätjahr machen. Das ist auch so ein Thema, ne? Im Spätjahr vom 20. bis 22. September dieses Jahr unsere Spätherbst-Hausmesse, sowohl in Mannheim als auch in Wertheim. Da freue ich mich schon drauf. Es wird auch eine coole Sache werden. Wir haben es in Wertheim das erste Mal. Aber da hat er recht. Wir haben gemerkt, Hausmesse super gut gelaufen und wollen wir jetzt auch so im Spätherbst dann nochmal weiterführen. Ne? Wir Käufer werden wieder umworben. Aber jawohl. Wie sieht es denn mit den Käufern aus? Belastbares Zahlenmaterial zu diesem Thema zu bekommen, ist schwierig. Interessant ist auf jeden Fall die Entwicklung der Fluggastzahlen. Da steigen seit geraumer Zeit die Passagierzahlen wieder deutlich an und das sind natürlich nicht nur Berufsfliege. Es geht wieder mit dem Flieger in den Urlaub. Und das darf auch wieder etwas kosten. In den Urlaubsparadiesen steigen dank großer Nachfrage die Preise wieder. Totgesagte leben bekanntlich länger. In der Corona-Krise sind die Reisebüros fast alle pleite gegangen. Jetzt boomt die Branche wieder. Auch das ist ein starkes Indiz. Camping hat wieder Konkurrenz. Die Leute haben kein Geld mehr, schreiben mir immer wieder Leute in die Kommentare. Ja, das gibt es. Die Armutsstatistik 2024 spricht da eine deutliche Sprache. Aus den Daten erkennt man aber auch, dass es der überwiegenden Mehrheit eben gut geht. Ja, sehr gut geht. Und was viel wichtiger ist, die Arbeitslosenzahlen sind weiterhin niedrig. Die Löhne steigen. Spannend dürfte das in einigen Jahren werden, wenn immer weniger Menschen in Deutschland arbeiten. Ja, die Babyboomer gehen in Ruhestand und irgendwann sterben sie auch. Aber die Anzahl der Erwerbspersonen wird schlagartig sinken. Da kommen spannende Zeiten auf uns zu. Das ist jetzt natürlich so ein wirklich sehr makroökonomisches Thema, finde ich. Das ist natürlich so ein bisschen beunruhigend, was Deutschland angeht. Was man aber sagen muss, ich meine, das spricht dann wiederum auch ein bisschen fürs Camping, weil wenn die Personen natürlich in Rente gehen, ob das jetzt wirtschaftlich gut oder nicht gut ist, man kann ja auch sagen, dass sie dann auch Zeit haben und auch Lust haben, sich ein Wohnmobil zu kaufen und ein bisschen die Welt zu umreisen. Also zumindest würde ich das machen, wenn ich jetzt in Rente gehen würde. Das machen auch ein paar Leute, die ich kenne tatsächlich. Und das kann ja auch ein Indiz sein fürs Camping. Was mich hier ein bisschen stört oder was ich vermisse, muss ich sagen, ja, die Flugreisezahlen sind wieder hochgegangen und steht auch wieder in Konkurrenz. Aber ich sag mal, vor Corona war das Niveau trotzdem noch, Verkaufszahlen und auch Auslieferungszahlen, wenn wir nur die Stückzahl betrachten, deutlich höher. Und das, obwohl der Flug auch ziemlich günstig war. Also ich glaube, dass das Gesamtkonsumverhalten einfach nach Corona deutlich runtergegangen ist. Und auch viele merken, aufgrund dieser Thematik mit den Preisen und dem Geld, dass sie vielleicht nicht alles immer so brauchen oder nicht unbedingt zwingend immer auch reisen müssen, weil sie halt merken, dass es vielleicht die Kasse nicht mehr so hergibt, also die Reisekasse. Das ist zumindest so der Eindruck. Also ja,
Camping hat wieder Konkurrenz seit ein paar Jahren oder seit ein, zwei Jahren. Aber auf der anderen Seite war es früher, war das Niveau auch deutlich höher. Also das müssen wir jetzt auch alle erst wieder reinholen, wir Händler, sage ich jetzt mal. Zu erwarten ist, oder müssen, dass ja, also die Rentner und Ruheständler vorgesorgt haben, werden viele davon ihr Leben jetzt genießen wollen und auch bereit sein, ihr Geld auszugeben. Das stimmt. Umgekehrt bedeutet das aber auch, Arbeit wird immer teurer werden. Es ist wie immer, Geld ist genügend da, es haben nur nicht immer die richtigen. Das ist übrigens ein globales Problem, wie man auf diesem Chart sieht. Und so werden immer mehr Länder sich um potenzielle Arbeitnehmer bemühen. Auch das wird sehr spannend, soll aber jetzt gar nicht unser Thema sein. Viel wichtiger ist, dass die über 65-Jährigen in den nächsten Jahren ein deutliches Übergewicht zu den 20-Jährigen haben werden. Ich bin gespannt, was die Jungen dann sagen, wenn wir Alten sie permanent bevormunden. Da ist Konflikt vorprogrammiert. Noch dazu haben die Alten mehr Geld und geben es lieber aus, bevor es vererbt wird. Das kann was sein, wiederum ja. fürs Reisen und auch für Camping spricht. Ja, siehst du? Wer in dieser Gemengelage nun meint, dass alles den Bach runtergeht, genau so der gesagt, verkennt wie ich die Zeichen das auch der gesagt Zeit. Habe. Das Gegenteil ist der Fall. Wir jammern auf extrem hohem Niveau, aber Geld ist genügend da. Und zunehmend auch noch mehr Zeit. Mehr Rentner, mehr Pensionäre. Die Babyboomer hören auf zu arbeiten und schon vor Jahren haben uns die Leute gesagt, wenn wir mal Rentner sind, wollen wir auch Wohnmobil fahren. Und das passiert genau jetzt. Finde ich bis dahin super toll aufgearbeitet, muss ich sagen. Also schöne Übersicht gegeben, gute Gesamtmarkteindruck irgendwie geboten. Also sehr, sehr schön und allgemein gehalten. Und man sagt ja immer vom Allgemeinen ins Konkrete. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Ich glaube, jetzt kommen nämlich auch endlich mal die harten Zahlen und Fakten zu unserer Branche. Womit wir zu den Angebotszahlen kommen. Mir wurde immer wieder vorgeworfen, dass ich die Zulassungszahlen nie berücksichtige. Das ist wahr, hat aber auch den Grund, dass die KBA-Zahlen nicht wirklich aussagekräftig sind. Zwar werben die Verbände mit diesen Zahlen in ihren Jahresberichten, aber Kenner der Branche weisen immer wieder darauf hin, dass man mit den Tageszulassungen und Exporten oder beidem die Zahlen bewusst beeinflussen kann. Ob das dann Abschreibungsgründe hat, also Steuergestaltungsspielräume, das kann ich nicht beurteilen. Aber es gibt Monate, da steigen die Zulassungszahlen enorm, ohne dass ein Käufer auf dem Hof eines Händlers gesehen worden ist. Das stimmt, die Zulassungszahlen muss man auch immer vorsichtig genießen. Das mag ich auch nicht, wenn damit argumentiert wird. Oftmals hast du eben auch sehr viele große Vermieter, die waren halt in den letzten Jahren sehr stark. Und durch die Corona-Zeit, wo halt wenig produziert wurde, sind die Zulassungszahlen halt auch runtergegangen. Und viele der Mietflotten wurden jetzt erst wieder erneuert, so gehen die Zulassungszahlen wieder hoch. Also da steht oft einfach gar kein Endkunde dahinter, sondern das sind dann einfach auch gewerbliche Zulassungen, die damit reingehen. Und das ist immer sehr, einfach sehr schwierig zu betrachten. Das kannst du halt einfach nicht so über den Kamm scheren. Und wenn wir uns die KBA-Zahlen in Verbindung mit den Angebotszahlen von mobile.de anschauen, finden sich weitere Ungereimtheiten. Müssten doch die hohen Neuzulassungen einhergehen mit sinkenden Angebotszahlen bei den Händlern oder bei den Gebrauchtwagen. Ich suche da derzeit noch nach Mustern, habe bislang die Zahlen der letzten 6 Jahre erfasst, aber noch nicht den richtigen schlüssigen Beweis, welche Zahlen aussagekräftiger sind. Das kann ich ganz gut erklären, jetzt zumindest in letzter Zeit. Es ist nämlich so, dass weiterhin gut geliefert wird und es wird es auch noch bis Ende diesen Jahres oder ich würde mal sagen, bis dieses Jahr noch wird weiterhin gut geliefert. Vorläufe sind von den letzten Jahren übernommen worden. Bestellungen, die schon getätigt wurden, sind in die Jahre gerutscht, sind hinten rausgerutscht und kommen jetzt alle noch. Also da sind auch Fahrzeuge dabei, die wir teilweise gar nicht so gut abverkaufen können oder die einfach nicht mehr so funktioniert haben, wie sie vorher funktionieren. Und dagegen sprechen jetzt die höheren Neuzulassungszahlen, weil die Verkäufe gestiegen sind. Das heißt, auf der einen Seite steigt der Verkauf und der Umsatz, das heißt, es wird mehr ausgeliefert. Und auf der anderen Seite aber trotzdem weiterhin der Bestand. Das ist die Entwicklung, die wir in den letzten Monaten hatten. Und das kann vielleicht auch dazu führen, dass auf der einen Seite auch die Zulassungszahlen hoch sind, aber trotzdem auch die Angebote der Händler weiter zugenommen haben, weil halt trotzdem gleichzeitig zu den steigenden Verkaufszahlen auch der Bestand gleichzeitig gestiegen ist. Also das wäre so eine Erklärung, die ich jetzt zumindest hätte. Bei den Zulassungszahlen lässt sich leichter Einfluss nehmen. Ein zugelassener Wagen muss nicht auf die Straße rollen, steht vielleicht weiter als junger Gebrauchter auf dem Hof oder landet im Export. Neuwagen in Deutschland. Die Zahlen sind wie immer die Angebotszahlen aus mobile.de.
Im vergangenen Jahr hatte ich euch schon gesagt, dass die Händler die Zeichen der Zeit erkannt haben und wenn die Hersteller schlau sind, und ich hatte damals unterstellt, dass sie das sind, man die Produktion drosseln kann, um nach und nach einen Abverkauf auf den Höfen der Händler zu ermöglichen. Zumindest bei den Neuwagen sieht man eine solche Entwicklung. Kastenwagen hatten ihren Peak schon zum Jahreswechsel erreicht. Seitdem geht es abwärts. Das Angebot sinkt. Naja, was heißt sinkt? 13.000 Autos warten auf Käufer. Bei den Teilintegrierten ist das ähnlich. Der Rückgang aber auch nicht gerade rasant. Was abverkauft wird, wird offenbar durch Neulieferung ausgetauscht. Ein großer Händler sagte mir mit einem Augenzwinkern, das ist doch gut für die Kunden. Dann findet er bei uns richtig viel Auswahl. Ja, wenn man als Händler das finanziell verkraften kann, ist das wirklich positiv für den Käufer. Vollintegrierte entwickeln sich zum Ladenhüter. Da tut. Ja, das ist so eine Entwicklung, die kann ich so ein bisschen auch sehen. Es hat sich viel getan. Und es wird auch gut verkauft, die Bestände sinken langsam wieder, aber das mit den Vollintegrierten ist auch interessant. Tut sich fast nichts. Entweder wird kaum etwas verkauft oder die Lieferungen und Abverkäufe gleichen sich aus. Alkoven sind eine Nische auf niedrigem, stabilem Niveau. Wie immer. Bei neuen Wohnwagen sieht es ähnlich wie bei Kastenwagen aus. Der Bestand aus 2022 wurde massiv ausgedehnt und der Abverkauf zieht sich bis heute dahin und kommt nur langsam voran. Aber er kommt voran, das ist ein gutes Zeichen, finde ich. Bei den Gebrauchtwagen hingegen haben wir ein ganz anderes Bild. Und das seit nunmehr über einem Jahr. Die privaten Verkäufer verschlafen den Trend. Viele haben noch nicht kapiert, dass die Preise aus der Corona-Zeit nicht mehr zeitgemäß sind. Und dass wir hatten die letzten 5-6 Monate enorm damit zu kämpfen, dass wir in Zahlungnahmen hatten oder Kunden uns in Zahlungnahmen angeboten haben und mit den Preisen einfach nicht einverstanden waren, nicht zufrieden waren. Und das heißt jetzt nicht, dass wir da irgendwie um ein paar hundert Euro auseinandergelegen hatten und versucht haben, da eine Lösung zu finden, sondern das waren mehrere tausend Euro, teilweise sogar Zehntausende von Euro, wo die Preisvorstellung einfach jenseits von einer realistischen Preisvorstellung ist. Ja, ich habe euch den Prozess schon mal bei uns erklärt. Wir gehen gemeinsam mit dem Kunde her und gucken, was würden wir realistisch auf dem Markt erzielen innerhalb von ein paar Monaten und schauen dann auch ganz, ganz speziell drauf, hey, das, was wir da erzielen können, davon müssen wir uns halt ein paar Gebühren einbehalten, weil wir Kosten damit haben, Vermarktungsrisiko und so weiter. Und bei dieser Preisfindung, so das würdest du für dein Fahrzeug bekommen, da war einfach schon sehr viel Diskrepanz da. Also da war einfach schon, nee, ich krieg da 10.000 bis 15.000 Euro mehr. Und wo wir einfach dann auch gesagt haben, das war nicht immer so, aber oft so, das ist nicht realistisch. Ja, und das sagt er und das passt auch irgendwie zu dem Bild, was wir jetzt zumindest hatten. Ja. Auch ein Aussitzen ihnen nichts bringt. Je länger sie warten, desto schlechter wird es für sie. Nicht, dass die Preise weiter sinken, aber ihr Fahrzeug wird älter und damit im Laufe der Zeit unattraktiver. Das kann sein. Woran liegt es in erster Linie? Ja klar, am Preis. Wer im Handel tätig ist, der weiß, wie wichtig es ist, am Anfang einer Preisverhandlung nicht zu teuer zu sein. Ist es ein Mondpreis, fängt das Gegenüber nicht einmal an zu handeln und zieht weiter. Auf die Internetseite übertragen, er ruft das nächste Angebot auf. Findet er das gleiche Fahrzeug, also die gleiche Anzeige nach einigen Tagen wieder, erkennt er es meistens am Bild und der Preis ist immer noch zu hoch, ja, dann schaut der potenzielle Käufer auch dann nicht mehr nach diesem Angebot, wenn der Preis mittlerweile gesenkt wurde. Ja, ist ganz wichtig, dass du am Markt bist und da müssen wir auch immer wieder schauen, wenn es irgendwo hapert oder irgendwo nicht funktioniert, nicht weitergeht, woran liegt es, ist es der Preis, aber auch immer gucken, dass man auch einen fairen Preis dem Kunde bieten kann. Es ist für uns echt wichtig in beiden Betrieben, dass wir da immer am Markt dran sind. Ja, also das bringt nämlich nichts, einen teuren Preis vorzuschlagen. Am Ende sagt der Kunde, ja, okay, danke fürs Gespräch, geht woanders hin, kauft dann dort. Ne? So, das ist jetzt so, was wir jetzt so manchmal so empfinden. Aber auch generell, ich habe es ja schon mal angesprochen, wir wollen eben dieses Verhandlungsthema weglassen. Ihr geht zu einer Küche, ihr kriegt 40% Rabatt, da fragt ihr euch noch, wie seriös der Listenpreis ist. Ja, wenn ihr jetzt nicht gefragt hättet, hätte man euch den vielleicht nicht gegeben. Und das ist eine Kultur, die ich gar nicht fördern möchte, sondern ich möchte halt, dass die Leute einfach bei uns einen fairen Preis kriegen und nicht darum betteln oder kämpfen müssen, diesen Preis zu bekommen, sondern einfach zu uns kommen und einfach wissen, hey, hier werde ich auf Augenhöhe behandelt. Das Angebot ist verbrannt. Bei den Wohnwagen steigen die Angebote und das in einer Jahreszeit, in der normalerweise die Kaufbereitschaft groß ist.
Entweder sind also nicht genug Käufer da oder die Preise zu hoch. Oder beides. Ich hatte euch beim letzten Mal den Tipp gegeben, euer Fahrzeug kostenlos bei Caravanmarkt 24 zum Verkauf einzustellen, um eine Preisindikation zu bekommen. Du willst in Sachen Camping auch mal hinter die Kulissen schauen? Dann ist unser Podcast Inside Camping wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Spannende Gäste, interessante Themen, von der Campingtoilette bis zum Wohnmobilstellplatz, alles für dich dabei. Und den Podcast findest du natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Ich befürchte, der Verkäufer wird noch länger auf seinen Käufer warten müssen. Auf jeden Fall steht und fällt der Verkauf mit einem realistischen Startpreis. Und daran hapert es derzeit bei den Gebrauchtwagen massiv. Wohnmobilgebrauchtwagen, Kastenwagen, blaue Linie. Zu Weihnachten gingen die Angebote zurück. Ich vermutete, dass die Leute ihre Ruhe haben wollten und das Angebot ja pausierten. Jetzt im Frühjahr, wo eigentlich immer der große Abverkauf stattfindet, steigen die Zahlen der Angebote sogar wieder. Mehr Angebot oder weniger Käufer. Oder überhöhte Preise. Ja, natürlich werden Fahrzeuge verkauft. Das sieht man an den Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes. Im März wurden 10.000 Wohnmobile umgemeldet. Das können private, aber auch Händler mit Tageszulassung sein. Aber egal, es gibt Ummeldungen. Die 10.000 sind natürlich auf alle Klassen bezogen. Bei den Teilintegrierten ist es fast noch schlimmer. Über 4.000 Fahrzeuge warten da auf euch und auch hier steigt in der Vorurlaubszeit sogar der Trend noch, was er sonst nicht tut. Wir dürfen gespannt sein, wie das im Sommer und im Herbst wird. Ja, es trifft keine Ahnen. Die Fahrzeuge sind durchweg teuer und vielleicht ist das auch der Grund, warum die Verkäufer gewillt sind, auf den richtigen Käufer zu warten, statt in Preisverhandlungen einzusteigen. Haben wir selbst gerade genau so bei Freunden gesehen. Der Verkäufer hat sich mal locker 2 Jahre Zeit gelassen. War am Ende ein gutes Schnäppchen für unsere Freunde. Vollintegrierte. Der Trend steigt sogar weiter. Die teuerste Klasse. Hier werden es langsam aber stetig sogar mehr angebotene Fahrzeuge, die ständig auf der Plattform zu finden sind. Und bei den Alkoven, naja, da geht es auch nach oben, aber geringfügig. Was lernen wir aus all den Zahlen? Erstmal kein Crash. Allen Unkenrufen zum Trotz und auch nichts in der Art in Sicht. Genügend Geld auf den Konten bei Menschen, die sich ein Wohnmobil leisten könnten. Auf der anderen Seite weniger Menschen, die es sich leisten wollen. Der Hype ums Campen lässt eindeutig nach. Aber nicht in dem Maße, dass man hoffen könnte, dass es wieder leerer auf den Stell- und Campingplätzen wird. Immer dran denken, es kommen weiter neue Fahrzeuge hinzu und nur wenige werden verschrottet. In der Hochsaison wird es auf den beliebtesten Plätzen also weiterhin eng zugehen. Es gibt jedoch genügend schöne Plätze nicht weit davon entfernt. Geht halt mal suchen. Da spricht er auch was an. Ja. Wir hatten ja auch vor kurzem in unserer Podcast-Folge Inside Camping mit dem Markt den Kalli von einem Campingplatz, das war ein Campingplatzbetreiber, von Camping Brugger da und haben auch darüber gesprochen. Und wir sehen da auch nicht, dass der Trend irgendwie abfällt. Es ist eher so, dass mehr Leute ins Camping reingekommen sind und auch weiterhin mehr Leute dem Camping halt sehr wohlwollend gegenüberstehen, weil es einfach eine schöne Reiseart ist. Dann muss man dazu sagen, egal wo ihr seid, selbst wenn ihr Flugreisen macht oder sonst wo, Urlaub ist in Deutschland halt auch nach wie vor ein sehr prägnantes Thema. Es wird sehr viel Urlaub gemacht, es wird sehr viel auf Reisen gegangen. Wir Deutschen können uns es eigentlich erlauben, auf der ganzen Welt Urlaub zu machen. Das Privileg hat auch nicht jeder. Und auch dieses Thema Urlaub oder auch Work-Life-Balance ist ja viel wichtiger geworden. Also es gibt ja auch ganz, ganz viele alternative Konzepte, digitale Nomaden oder gerade Thema Homeoffice, ja, wie viele Freunde habe ich, die über die letzten 2-3 Jahre so viel Homeoffice machen konnten, dass sie das tatsächlich auch mit einem Urlaub verbinden konnten und dadurch auch mehr Urlaub gemacht haben. Das heißt, die Leute sind mehr draußen, mehr an wirklich unterwegs und schauen auch, dass dieses Thema Work-Life-Balance oder auch dieses Arbeiten auf Reisen einfach weiterspannen. Und ich glaube, aufgrund diesem großen, ich sag mal, Megatrends, die wir da haben, also Thema Individualisierung, Thema Digitalisierung, wird das auch weiterhin zunehmen. Also ich glaube kaum, dass das zurückgehen wird. Wo das Camping dann seinen Platz findet, ist eine andere Frage, aber ich glaube auch, dass das trotzdem irgendwo noch ein steigender Trend ist, Thema Camping. Ja. Die Händler und Werkstätten sind wieder zurück im ganz normalen Business. Kann man Ankauf, so sagen, ja. Verkauf, Umbauten, kämpfen um jeden Kunden. Auch hier keine Pleitewelle in Sicht. Eine Marktbereinigung wird es geben, auch altersbedingt oder mangels Mitarbeiter, aber nichts, was ungewöhnlich erscheint.
Die großen Hersteller werden von ihren Aktionären oder Geldgebern weiter ausgepresst. Die wollen Rendite sehen. Das ging zuletzt zu Lasten der Qualität. Und es würde mich nicht wundern, wenn die Chinesen in den nächsten Jahren auch in Europa und insbesondere in Deutschland große Erfolge mit ihren günstigen Wohnmobilen erzielen werden. Die ersten Flotten sind schon da oder auf dem Weg. Das wird den Markt in den nächsten Jahren noch einmal richtig aufmischen. Wir dürfen gespannt sein. Jetzt seid ihr dran. Schreibt Kommentare. Ich bin auch gespannt. Gerade das Thema Wohnmobile, China, da bin ich mal auch sehr gespannt drauf. Und da, das ist eine Entwicklung, die werden wir gut im Auge behalten auch. Also vor allem wir als Händler bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Und ihr dürft gespannt sein, auch als Kunden. Vielen Dank auch an den Jürgen, der dieses schöne Video gemacht hat. Jetzt auch gerne mal euer Feedback in die Kommentare unten schreiben. Ich fand es ein sehr schön aufgearbeitetes Video. Er sagt es auch richtig, ein Crash, von einem Crash kann man wirklich nicht reden. Wir sind auch trotzdem, was die Stückzahl angeht, immer noch vor dem Niveau von 2018, 2019. Und ich glaube, das geht den meisten Händlern auch so. Also das ist jetzt nicht so, dass wir uns ja in Stückzahlen suhlen können, weil jetzt der Verkauf wieder angezogen ist. Aber es ist trotzdem so, gerade die letzten paar Monate waren wieder, da war wieder eine sehr positive Stimmung im Markt, auf dem Markt und auch bei den Kunden, muss ich sagen. Jetzt bin ich auch mal gespannt, wie es sich entwickelt. Ich würde mich sehr freuen, wenn es gerade wirtschaftlich auch in Deutschland wieder aufwärts geht, nicht nur aus unternehmerischen Gesichtsgründen, sondern auch aus privaten Gesichtsgründen, wenn einfach die Gesamtstimmung in Deutschland wieder etwas besser wird. Auch wenn wir so ein paar große Probleme noch haben, die wir lösen müssen als Land, finde ich es dann doch schön, auch mal wieder so ein bisschen aufatmen zu können und bin sehr gespannt, wie sich es noch weiterhin entwickeln wird mit unserer Branche. Und ja, dann würde ich sagen, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich freue mich, wenn ihr unseren Kanal abonniert, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr solche Videos nicht mehr. Schaut unbedingt beim Jürgen von womo.blog vorbei und guckt euch das Video gerne nochmal an. Wir packen es euch in die Videobeschreibung. Und wenn ihr Fragen habt, dann am besten in die Kommentare reinschreiben. Bis dann, bis zum nächsten Mal.